Hallo meine lieben Filmfans und fucking Freaks und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ja, ich war, ich bin ein bisschen schief, kann das sein? Mal wieder super vorbereitet. So, das Licht habe ich auch noch nicht. So, fangen wir mal an. Platz ich drin. Ja, ich war ganz klammheimlich und total spontan war ich in Wuppertal, ja. Denn Wuppertal hat einen wunderschönen Laden, den es, soweit ich weiß, hier so in der Art in Düsseldorf nicht gibt. Und zwar den kleinen, aber feinen Pop-Art-Laden. Ja, der nicht nur Vinyl hat, sondern auch ein paar Filmchen, Bücher, Kassetten, ja, ich glaube sowas, so in der Richtung kann man das auf jeden Fall erklären. Und die haben auch immer richtig coole Hörspielsachen am Start. Ich sage es direkt von Anfang an, Filme habe ich dort keine gefunden, aber in dem anderen Laden, wo ich noch war. Genau. Also, wie gesagt, nichts wie hin, ab nach Wuppertal. Und ja, bin dann direkt quasi in das stille Kämmerchen, also quasi in den zweiten Raum reingerannt und habe sehr, sehr coole Hörspiele gefunden, die wirklich für dieses Alter in einem sehr, sehr guten Zustand sind. Ja, die Preise seht ihr ja dann und dann kann ich euch nachher sagen, was ich dafür letztendlich bezahlt habe. Hier auf jeden Fall so ein höherpreisiges Ding. Raumschiff UX3 antwortet nicht. Ja, ein ja, spannendes Weltraumabenteuer. Ich kann dazu leider gar nichts sagen, weil ich es halt nicht kenne. Ja, also ich habe das Ding auf jeden Fall schon mal auf Schallplatte gesehen und das war mir ein bisschen zu teuer. Habe jetzt hier für 4,50 Euro die Kassette bekommen. Und ganz cool, hier ist die Erzählerstimme Hans Klarin. Ja, kennt jeder von euch, der unter anderem den Pumuckl und Huibu gesprochen hat. Und war das jetzt auch diese Kassette? Jetzt muss ich mal ganz kurz luken. Ah, Mann. Genau, Musik Bert Brack. Ja, das ist, dahinter verbirgt sich kein Mann in dem Sinne, sondern das ist ein Pseudonym für eine ganze, ja, für verschiedene Musiker quasi. Unter anderem auch natürlich sehr prägnant Carsten Bohn, der ja auch für die drei Fragezeichen, die fünf Freunde und so weiter, ja, diese typisch geile, typische Mucke halt kreiert hat. Und wie gesagt, das ist hier auch mit drauf. Sage ich jetzt einfach mal so, ohne das gehört zu haben. Die Stücke waren ja irgendwo auch immer gleich, ja. So, dann geht's weiter mit Europa. Und dort habe ich eine Folge gefunden, ja, was auch mittlerweile sehr, sehr schwer aufzutreiben ist, und zwar die Funkfüchse Nummer 7. Die hatten sogar noch eine zweite Folge da, aber die hatte ich leider schon. Und ja, hier kann ich auch bald das Thema abhaken. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viele es gibt, aber viele fehlen mir nicht mehr. Und ja, hier haben wir Jagd auf die Automarder. Ja, hier sind halt irgendeine Rocker-Gang, glaube ich, ne? Oder was stand hier? Motorradgruppe, Entschuldigung. Eine Motorradgruppe, die treiben hier ihr Unwesen und ja, schlagen Spiegel ab und so weiter und so fort. Und die Funkfüchse sind da natürlich hinterher. Dann ein sehr, sehr geiler Fund. Es gibt nämlich drei Folgen, soweit ich weiß, drei Folgen von den TKKGs, die, das sind die verbotenen Folgen, ja,
Und zwar ist eine davon, also es, genau, drei Folgen, 19, Folge 19, Folge 20 und Folge 37, glaube ich. Und die hatten tatsächlich Folge 20 daher, das Geheimnis der chinesischen Vase. Ich habe leider auf die Schnelle nicht googeln können, was hier dran verboten sein soll. Ich denke mal, weil hier ein Kind eventuell entführt wird. Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das unter anderem der Grund ist. Und ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Richtig cool, dass ich das gefunden habe und das für 2 Euro, absolut top. Dann, ja, lag das einfach da so rum, wie bei den anderen Kassetten auch. Die erste Folge der Gummibärenbande. Ja, richtig cool. Ja, ob ich mir da noch mehr in die Sammlung hole, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall so einen Tick entwickelt von Sachen, die mich nicht so interessieren, immer die erste Folge zu holen. Ja, das ist auf jeden Fall für mich relativ wichtig. Ja, ich habe das zum Beispiel auch bei den Schlümpfen so. Genau. Und ja, aber trotzdem Gummibärenbande, Trickfilm, absolut top. Müsste ich eigentlich mal gucken, gibt es das auf DVD? Weiß ich gar nicht. Müsste ich mal einen Stanley fragen, der weiß das. So. Ja, und dann auch sehr cool, ob ich die mal alle komplettieren werde. Puh, steht tatsächlich sprichwörtlich in den Sternen, denn es gab Jan Tenner Folgen. Ja. Auch richtig cool. Hier Folge 2, Folge 18 und abschließend Folge 41. Meine Güte. Ja, richtig cool. Auch mit 4,50 € hier gehandelt. Ja, ihr habt ja jetzt die Preise gesehen. Und ja, aufmerksame Zuschauer haben wahrscheinlich schon alles zusammengerechnet. Die gute Frau hinterm Tresen, die hat gesagt, machen wir 20. Habe ich gesagt, prima, machen wir. Ja, also ganze 2,50 € gespart. So, ich bin auf jeden Fall mega happy, ja, ein paar Lücken schließen zu können mit Jan Tenner, was Seltenes zu finden, wie die Funkfüchse und ja, die verbotene Folge oder eine der drei verbotenen Folgen von TKKG. Richtig geil. Ja. So, und dann bin ich mal in den Saturn reingegangen und bin dort auch tatsächlich fündig geworden. Ja, weil bei mir hier in Düsseldorf gibt es ja nur noch den Saturn an der Köhe und da ist man quasi, wenn man da mit dem Auto parkt im Parkhaus, da ist man schon sein halbes Gehalt los. Ja. Was wollte ich denn jetzt? Worauf? Ach ja, genau, dass wir nur einen Saturn tatsächlich nur noch haben. Und da fahre ich nicht extra hin. Wie gesagt, das lohnt sich nicht. Und mit den Öffentlichen von meinem Standort aus, absolute Katastrophe. Da bin ich, keine Ahnung, dreiviertel bis Stunde unterwegs mit, keine Ahnung, fünf, sechs Mal umsteigen. Nee, das tue ich mir nicht an. Dann fahre ich doch lieber nach Wuppertal. Naja, egal. Auf jeden Fall gab es was für 3,99 € auf Blu-ray. Ja, tatsächlich ein Upgrade und ein Film, den ich auch immer noch nicht gesehen habe. Und zwar die absolute Trash-Granate. Das Gehirn. Ja. Sagt mir tatsächlich gar nichts. Ich konnte mich nur so vage daran erinnern, dass mal ein Mediabook rauskam in so einer Vintage Edition oder wie das hieß, keine Ahnung. Das war auch, glaube ich, nichts Offizielles, meine ich. Ist ja auch egal. Ja, hier haben wir das Gehirn. Auf jeden Fall, ja, geht es hier darum, dass so komische, ja, Halluzinationen oder komische Ereignisse stattfinden. Hier sind zum Beispiel, ne, aus einem Plüschteddy fließt Blut, aus dem Fernseher greift eine Monsterkralle um sich und aus den Wänden wachsen Greifarme. Ja, und dann ja, wird hier so ein komischer Professor oder Doktor, der eine komische TV-Sendung hat, das wird irgendwie alles untersucht
Und dann stellt sich raus, dass der ja so ein Alien-Gehirn, glaube ich, irgendwo versteckt hat. Ja, das ist so im Großen und Ganzen so der Klappentext. Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Die Bilder hier drauf sehen auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Monster Trash, Creature Feature. Ja, da sagt der Picker nicht nein, ne? Und 80er Jahre. Ja, absolut top. So, dann auch ein schönes Double Feature gefunden. Ja, passend zum T-Shirt, merke ich gerade. Ich schwöre, das war überhaupt keine Absicht. Für 7,99 Goa 1 und 2 ja, sollen auch absolute Trash-Granaten sein. Ich kenne es tatsächlich gar nicht. Ich sehe gerade hier, dass im ersten Teil Oliver Reed mitmacht. Und ich glaube, dass auch der zweite tatsächlich an den ersten so anknüpft. Ja. Da geht es irgendwie um so eine Zwischen. Zwillingsplanet, der ist hinter der Sonne verborgen und da herrscht das Gesetz der Stärkeren. Goa heißt die Welt. Durch einen magischen Ring, durch die Zeit und Raum, bla bla, barbarische Welt und so weiter und so fort. Ja. Sofern ich das richtig verstanden habe, ist dann der zweite Teil mehr dann so in der Gegenwart oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und ja, hier brauche ich auf jeden Fall eine rosa Hülle, ja. Das ist so prädestiniert dafür. Ich hoffe, das Wendecover hat, ja, wenn es eins gibt, hat dasselbe. Genau. Ja, und dann wollte ich eigentlich, war es das für mich, dann wollte ich zur Kasse gehen und dann war da noch so ein Wühltisch. Und da habe ich was gefunden für 2 €. Da dachte ich mir so, weißt du was, nimmst du mit. Jetzt habe ich dann doch noch mal ein bisschen mehr geforscht hier zu Hause und bin mir aber immer noch nicht ganz schlüssig, weil auf Schnittberichte was anderes steht wie auf der Online-Filmdatenbank. Naja, worauf ich hinaus will, ist, ich habe mir ein etwas älteren Amateur-Splatter gegönnt, ja, Plastik. Der heißt auch, glaube ich, Surgery Massacre oder sowas. Ihr seht schon, ja, hochkarätig besetzt mit Gina Lisa und Kathi Karrenbauer. Ich weiß jetzt nicht genau, wer hier von den Mädels will irgendwie an so einem Model-Casting oder sowas teilnehmen oder die will als Model durchstarten und will dann sich natürlich unter das Messer setzen, damit sie das auf jeden Fall kriegt. Ja. Wenn man hier die Rückseite sich ansieht, es ist halt ja, Amateurkram. Ja, von dem Marcel Walz. Genau. Und damals, wann war das genau? Ich weiß es nicht mehr. Ich nehme mal an, irgendwann um die 2000er rum, als der gute Herr Walz diesen Film herausgebracht hat, ist ein Fehler im Presswerk entstanden. Und zwar wurde die Rohfassung des Films auf Scheibe gepresst. Er hat sich dann auch damals auf Social Media dafür entschuldigt. Oh, mir tut's auch unsagbar leid, dass das passiert ist. Was für ein Fehler. Nicht kaufen. Ich weiß nicht, ob ich die Produktion stoppen kann. Bla bla blub. Auf jeden Fall unbrauchbar. Ja. Auf Schnittberichte steht jetzt, ich glaube, es war Schnittberichte, dass diese Fassung hier von Marketing, Matador, wie auch immer, ja, die ist schon unter Rohschnitt gelistet, aber ja, es wurde nicht darauf eingegangen. Und dann gibt es noch eine Blu-ray-Fassung, da wurde auch nicht irgendwie drauf eingegangen, aber halt in der OFDB. Und ja, dort sind ja eigentlich alle bekannten Veröffentlichungen gelistet. Und der Film ist nie anders erschienen. Da wurde sich überhaupt nicht mal drum gekümmert. Ja, den fertigen Film mal auf Platte
auf DVD oder Blu-ray zu pressen. Da denke ich mir so, wie sehr liegt eigentlich diesem Regisseur sein eigenes Werk am Herzen? Anscheinend ja gar nicht. Nichtsdestotrotz bin ich bei Marcel Walls Filmen mal so, mal so. Einige finde ich gut, einige finde ich richtig scheiße. Aber der hat mich trotzdem immer wieder interessiert. Und ja, da bin ich mal gespannt, was jetzt hier mich tatsächlich erwartet. Es gibt auch leider keinen Schnittbericht dazu, ja. Oder ich habe es übersehen. Ich meine aber, mich zu erinnern, dass hier nichts gelistet ist, dass man sich, ja, dass man auch mal, ja, diesen Rohschnitt irgendwie sieht. Ich meine, vielleicht ist das ja auch total, weiß ich nicht, totale VHS-Qualität oder so. Ich weiß halt nicht, was unbrauchbar, also man, ne, das ist total unbrauchbar zu gucken. Was heißt das genau? Ja, ist da die Story total durcheinander oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Wie gesagt, 2 Euro, mein Gott, wenn dann halt doch hier die scheiß Rohfilmfassung drauf ist, dann ist das halt so. Falls ihr da mehr wisst als ich und ihr seid total in dem Thema drin, was das angeht, könnt ihr mir gerne mal sagen, ob es vielleicht ja trotzdem irgendwie eine ungeschnittene Fassung ist oder habe ich hier Glück gehabt und es ist die Rohschnittfassung oder ja, ne, wie auch immer. So, das war's auch leider schon. Ja, diese 3 Filme habe ich aus dem Saturn in Wuppertal bekommen. Ja, freue ich mich auf jeden Fall. Ein schönes Double Feature für 8 Euro. Das Gehirn, ja, was man eigentlich mal hier so auf YouTube ein bisschen verteilen könnte. Für 3,99 und für 2 Euro ein bisschen Plastik. Ja, genau. Das war es an dieser Stelle. Ich werde demnächst auf jeden Fall noch was präsentieren. Da war ich nochmal im Medimax. Da habe ich auch nochmal was gefunden. Und ja, ansonsten kratze ich nämlich noch alles so zusammen, was die letzten Monate, was mich hier erreicht hat. Denn viel ist es nicht. Ich habe es nur leider nicht in meinem Update-Körbchen gelegt, weil ich habe dieses Update-Körbchen tatsächlich aufgelöst, weil einfach nichts mehr reinkommt, ja. Nicht mehr viel, sagen wir es mal so. Und ja, wenn, dann seht ihr es auf jeden Fall. Bleibt mir trotzdem treu und ich versorge euch trotzdem mit ein paar Videos. Und ich würde sagen, danke fürs Einschalten. Tschüss, macht's gut. Euer Movie-Picker, es fängt schon wieder an. Movie Picker, mein Gott. Bis dann. Ciao, ciao. Plastik. Vielleicht meinen die auch einfach die Oberweite von der. Entschuldigung. Das ganze Gehirn weggelutscht. Wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel. Der Teufel verändert dich. Ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das. Ich komme wieder. Sardine? Ihr Bier jede Schweinebacke. Zu kämpfen mit dem Feind, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen an dem Geschrei der Weiber.